gut, aber hier muss ein bisschen so. Wisst ihr was? Ich baue das jetzt einfach mal ganz zu. Was sagst du jetzt, Klippe? Hä? Ja, ja. So. Jetzt sieht es ein bisschen angenehmer aus. Nein, ich muss den Weg gehen. Ich pfeife auf dem Heimweg. Jetzt erstmal schlafen gehen. In unserem super langsamen Scheinaufzug. Mehr oder weniger. Aber ich glaube jetzt. Ja, ja, ja. Was? Spinne. Wo? Da. Ich sag's euch, ihr Scheißviecher. Oh, nein, nein. Alter. Okay. Wie viel Kies haben wir denn? Ach, 21 schon wieder. Ah, die scheiß Monster da unten. So geht's eigentlich viel besser, ohne Hover Mode gegen Creeper zu kämpfen. So. Weil dann kann man immer schnell wegfliegen. So. Was machst du denn da? Weg mit dir. Was? Komm schon. Aha. Habt ihr diesen epischen Kampf auch live mitverfolgen können? So. Gut. Bis hier dann so der Weg. Ja, und dann? So. Hier kann ich eigentlich auch mal sowas wie ein kleines Gerüst rumbauen, so Zäune und dann so ein Flachdach drüber, das aussieht wie so ein Carport. Kann man, denke ich, dann auch anbieten. Und da müssen Half-Steps hin. Aber jetzt nicht. Jetzt haben wir den Weg schon gebaut. Das ist jetzt genug normales Minecraft für diese Folge. Denn wir müssen die Spinne hier noch erledigen. So. Hast du eigentlich jemals schon irgendwas... genau. Produziert. Oha. Alle Saplings hinweg. Und es ist noch nicht mal alles bearbeitet. Das heißt, wir werden noch mehr Saplings brauchen. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz zur Quarry. Ja, hier geht's Benzin so langsam eigentlich wieder alle. Aber noch geht's ja. Einfach mal Sparmaßnahmen hier. So. Denn wir packen jetzt erstmal das in die Lootkiste. Das in die Dreckkiste. Und das in die Sandkies etc. Kiste. Gut, und jetzt gucken wir mal. Ist schon irgendwas angekommen? Nein. Schade. Oh, das ist Uran. Naja, irgendwann macht's Klack und dann funktioniert die Farm so gut wie nie. Ach ja, aber jetzt wollte ich ja zuerst. Habe ich hier oben noch Brick oder sowas? Ja, perfekt. Daraus kann ich jetzt eigentlich einen Diamanten machen. Ich muss jetzt nur überlegen, was ich damit diesen Diamanten machen werde. Was? Coal Ball. Ach, Flint. Muss ich schon wieder da hochfliegen. Zack. Flint haben wir jetzt ja auch genug. Nein, nein, wir brauchen ja 8 Stück. Habt ihr das gesehen? Ich hab's mir sogar gleich einfallen lassen. Jetzt musste ich nicht extra nochmal hochrennen. So. Und wie war das dann, die hier so zu dem da? Nee. Ach, das war so, genau. Die wurden dann erst zu so einem Compressed Coal Ball und dann ging es erst ab.
So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Halt, stopp. Jetzt gehe ich gleich hoch und mach's oben am Crafting Table, sonst muss ich hier wieder mein Geklicke mit irgendwelchen sinnlosen Gelabere hier überdecken. So. Hä? Dankeschön. Ha, wunderschön. Genauso wie das Lied im Hintergrund, übrigens. Okay. Moment, das muss so. Und haben wir hier irgendwo noch ein bisschen Overclocker? Weil bräuchte ich. Oh, das ist ja voll. Aber das könnte man auch alles hier automatisieren, dass das Zeug automatisch in die Kiste kommt, dass das Zeug automatisch in die Kiste kommt. Aber dafür brauchen wir dann mal Gates oder Autarkic Gates heißen die, glaube ich. Und dazu brauchen wir diesen Assembly Table und der ist höllisch teuer. Dafür brauchen wir ziemlich viele Diamanten, die wir alle nicht besitzen, aber gerne besitzen würden. So, und ich stehe schon wieder nur dumm rum und warte. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin, tu noch ein paar mehr Seeds sammeln für unsere schöne Weizenfarm. Denn irgendwann wollen wir uns ja davon ernähren. So. Aha, Alter, da springen ja richtig viele raus. Heieiei, was ist denn hier los? So viel kam ja noch nie auf einmal. Junge, ich fühle mich hier gerade wie ein Rasenmäher. Apropos Rasenmäher, es wird jetzt wieder Sommer, das heißt, ich muss am Wochenende wieder Rasen mähen. Habe ich eigentlich nichts dagegen, außer wenn ich was für die Schule machen muss, dann... Ja, ist es halt ein bisschen doof, weil ich bin eher so der Typ, der das Schulkram morgens macht. Also ich bin nicht so der Typ, der, wenn ich jetzt irgendwelche Aufgaben habe, die dann alle gleich am ersten Tag erledige. Ich bin eher so der Typ, der alles vor mir herschiebt. Aber wenn ich irgendwas für die Schule mache, dann versuche ich es alles morgens zu erledigen. Weil ich mittags nie gerne irgendwas für die Schule mache. So, das müsste jetzt eigentlich gleich verwendet werden. Na los. Nicht so schüchtern. Daneben nicht. Ach. Oder warte, musste man das hier. Nee, Engines anschließen musste man hier nirgends, gell? Nö. Mhm. Jetzt komm, los! Ah, sehr schön. Jetzt wird's hier erstmal alles bepflanzt. Ich bin gespannt, wenn es dann alles so schön funktioniert, wie ich mir das hoffentlich vorstelle. So, und jetzt muss ich wieder mal zur Botanikkiste. Und wisst ihr was, Leute? Ich nehme jetzt hier ein bisschen Cobblestone. Und probiere mal aus. Was sagt denn die Quarry dazu, wenn ich jetzt anfange? Ja, auf die Höhe sagen wir es mal. So. Mir hier anfangen, ein bisschen was zu bauen. Ja, so. Ich weiß nicht genau, wie groß es werden soll, aber. Ja, so müsste ja eigentlich mal reichen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Ja, ein bisschen kann noch. 20, 21, 22. Ja, okay. Das ist nur schlecht, weil bis hier sind es jetzt keine 30. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das sind nur 19.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch hier auch eine Länge bauen. Jetzt können wir ganz einfach testen, ob es auch 30 sind. Müssen eigentlich sein. Denn sonst würde das diese 30 Blöcke hier nicht reichen. Hälfte haben wir. Und das ganze Wasser werde ich jetzt dann auch irgendwann mal wegmachen. Was? Das sind keine 30. Ah ne, doch sind 30, weil der eine Block war schon da. Ich habe mich gerade schon sagen wollen. So, warte, sagen wir, die Decke ist dann hier oben. 4 hoch. Ja, das ist in Ordnung. Es ist nur die Frage, aus was mache ich dann den Boden von meiner Werkstatt? Es soll nicht irgendein Block sein. Also Cobblestone soll es nicht sein. Aber Holz finde ich auch nicht. Ja, gucken wir jetzt mal kurz. Was haben wir denn hier alles so Schönes? So zwei übereinander gemachte Stone Slabs vielleicht? Oder wahrscheinlich ja nicht. Ah, Diamantblöcke. Genau. Beste Idee. Ich überlege mir so, man kann die Holzblöcke jetzt auch so seitlich hin platzieren, dass ich so ein Muster mache aus diesen Stone Slabs und den normalen Steinblöcken. Yes, beste Idee ever. So, jetzt mache ich Folgendes, dass das auch gleich mal automatisiert ist. Nehme ich mir hier so einen Stein und sag Cobblestone nach schwarz. Stein nach schwarz. Alter, das Geblinke hat gerade wirklich zur Musik gepasst. Und dann sage ich hier Stone. Perfekt. Und ich muss das essen. Nein, und schlafen. Also, wenn es jetzt funktioniert, dann haben wir die Werkstatt ja schon schneller als gedacht. Und das freut mich. Zeig mal, wir brauchen dann aber noch ein bisschen mehr dunkles Holz. Könnte ich ja theoretisch in unsere Baumfarm jetzt schon mal ein paar dunkle Saplings reinpacken. Das werde ich gleich mal tun. Boah, voll produktiv heute und so. Moment. So, eigentlich dürfte... Ich bin gespannt, ob das hier dann abbaut. Was? Wie kommen denn die zwei Blöcke dahin? Achso, ja, stimmt. Da hatte ich ja die Decke schon mal versucht hinzubauen. So, das ist fertig. Dann kommt das rein. Ach, verdammt, das Eisen. Die Erze kommen jetzt ja auch nicht mehr durch. Ach, egal. Was? Nein! Nein! Bin ich bescheuert? Das muss natürlich in weiß, ich Vollidiot. Ma, jetzt habe ich ja alles gerade wieder verfeuert. Ich bin so ein Vollidiot. Also. So packe ich das alles schon mal rein. Juhu. Stimmt, und ich hatte jetzt irgendwas gelabert von voll produktiv und so, bin dann zur Quarry geflogen, aber habe trotzdem vergessen, hier die Saplings auszutauschen. So. Sollte eigentlich auch mit dem dunklen Holz gut funktionieren. So, und hier. Wie sieht's hier so aus? Schon mal was
geerntet worden. Ich weiß nicht. Zack. Nächsten Stacks. Sieht hier aus. Sehr schön. Mehr Jujumeta für mich. So, und dann müssen wir hier unseren Diamanten auch gleich mal rausholen. Und daraus... Jetzt weiß ich wieder, wofür wir den gebraucht haben. Den brauchten wir nämlich hier für das Iridium. Was brauchen wir dafür noch? 4 Advanced Alloy. Perfekt. Okay, und sonst brauchen wir noch für das Ultimate Hybrid. Das war das Einfache. Das war das Schwierige. Das war das Einfache. 2 von diesen. Eieiei, das heißt, wir brauchen 16 Iridium Plates. Oh mein Gott, ist das teuer. Aber dann bis gleich, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut mal bei Facebook vorbei. Facebook.com/PureLightLP steht auch in der Beschreibung. Dann könnt ihr die zweite Folge, die am Tag kommt, schon viel früher sehen als die anderen. Viel Spaß noch.